800 Zombies wurden gerade namentlich genannt, ja. Also danke für euer Durchhalten. Matthias, du bist ja Deutscher. Deutschland befindet sich im demografischen Wandel, ist überaltert. War das ein bisschen deine Inspiration für diesen Film? Naja, die Inspiration war eigentlich, dass auch wie alle Gegenden in der Welt, Ost-London sich sehr ändert und die alten Cockneys alle vertrieben werden und von neuen Olympiade-Gebäuden und künstlerischen Zuziehern vertrieben werden. Und ich wollte eigentlich zeigen, wie die alten Cockneys noch Werte von, weiß ich nicht, Family Values, Looking After Your Neighbors, so praktisch traditionelle, familiäre Tugenden noch mit Maschinengewehr und allem Möglichen bekämpfen. Und das war eigentlich die Inspiration dahinter, dass praktisch die alten Cockneys den jungen Cockneys zeigen, wie man ein echter Cockney ist. Genau. Natürlich wollte ich auch gerne einen Film machen, der so ein bisschen im Zombie-Genre was zeigt, was hoffentlich man noch nicht zuvor gesehen hat. Und die Idee, dass die Zombies langsam sind, traditionell und langsam, aber dass die die OEPs noch langsamer sind als die Zombies mit dem Rollator und so weiter. Das war so ein großer Teil der Idee. Bevor wir gleich an euch weitergeben, würde mich doch interessieren, wie ihr denn Honor Blackman, also Diana Riggs Vorgängerin von Mitchell und Schamelone, dafür gewinnen konntet und auch wie sie ist. Naja, Honor Blackman ist ja jetzt schon 86 Jahre alt. Und sie kam, hat halt das Skript gelesen und wahrscheinlich gar nicht verstanden. Aber sie kam halt, hat mit mir einen Kaffee getrunken, wie man das halt so macht als Schauspielerin. Und wollte halt gerne den Film machen. Ich habe sie versucht zu überreden. Und ich wollte auch, mir war ganz sicher, weil sie, auch ganz wichtig, weil sie heutzutage eine sehr edle Dame ist und immer in Zeitungen in England ist und für alle möglichen Tugenden kämpft, dass sie in Cockneys vs. Zombies als alter Cockney da ist und auch ein bisschen Fuck sagt und so weiter, was in England ganz schockierend ist im Prinzip. Aber im Endeffekt war sie, sie hatte Lust, sehr viel Spaß und ich kann mich noch daran erinnern, dass bei der Szene bei dem Pension Home Breakout, da hatten wir halt Löffel, Messer, Cornflakes und ich habe sie gefragt, naja, Honor, welches Weapon willst du denn haben? Und sie meinte, I want the sledgehammer. Und dann hat sie angefangen und dann hat sie angefangen, Zombies über den Kopf zu hauen mit dem Hammer. Und sie hat nicht gehört, dass ich Cut gerufen habe. Und dann hat er erst mit 18 Zombies zusammengeschlagen. Und wir hatten gar keine Extras mehr übrig. Und dann meinte, Cut, 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 Cut. Und sie hat aufgehört und dann kam sie zu mir und sagte, Matthias, das tut mir echt leid. Der 12. Zombie, da habe ich auf der falschen Seite von der Kamera zugehauen und es wird nicht klappen als Cheat, weil man ja immer cheaten, also man muss ja immer so hauen, dass die Kamera, dass es so aussieht, als ob man den wirklich getroffen hat. Da hat sie sich entschuldigt, dass ein Zombie von den 15 hat sie nicht wirklich richtig über den Kopf gehauen. Aber ja, so mit 86 Jahren hat sie uns immer noch beigebracht, wie man schauspielert und wie man ein Actionstar ist im Prinzip. Also wirklich jetzt über 800 Zombies, hast du gerade gesagt. Wie habt ihr die denn, also sind es alle Statisten, Freiwillige oder wie habt ihr die gefunden alle? Sind das wirklich ein großer Zombie-Cast? Das sind alles Zombie-Fans oder die Kinder von den Finanzierern. aber es waren alles Fans, die wir über Twitter und Facebook die gefragt haben und alle, deswegen war es wichtig, dass wir alle einen Credit kriegen im Prinzip. Ja, habt ihr Fragen oder Kommentare? Ich war an einer einzigen Stelle so ein bisschen enttäuscht und das war, dass das Crockett-Set neben der Gartenliege nicht zum Einsatz kam. Entweder weil es zu vorhersehbar war oder weil es meines Gehhilfen retten passte. Naja, um ehrlich zu sein, das Crockett-Set war so ein Prop, was unser Art Director hingestellt hat und was schön aussah. Im Endeffekt hatte ich dann keine Zeit mehr, dann wirklich das noch einzugliedern. Man ist ja immer dann so unter Zeitdruck beim Drehen, dass man nur den Plan machen kann. Aber ich fand es so schön mit den Farben, weil es so unschuldig aussieht im Prinzip. Genau, genau. Da in der Mitte? Wird es im Release von einem Soundtrack geben? Ja, auf iTunes.
Der kommt, glaube ich, nächste Woche raus. Ernsthaft? Ja. Nee, verarscht. Habt ihr verarscht. Just fake. Ja, schau mal, gerade bei sowas sind. Könntest du unter Umständen meine Weihnachtsgeschenkeliste retten jetzt schon im August? Kommt da auf DVD raus und weißt du, wenn ja, wann? Also er wird sicherlich rauskommen, aber also, es wird einen kleinen Kinostart von Studio Canal geben und den muss man erstmal abwarten. Ich glaube, der ist, ich habe noch keinen Starttermin dafür, aber dann muss man in der Regel noch 4 bis 6 Monate, also ich glaube, Weihnachten wird eher schwierig. Du kannst den in Halloween in England bestellen. Und die andere Frage, wie war die Stimmung in dem riesigen Empire-Kino auf dem Freitest? Shaun of the Dead ist natürlich ein toller Film, und das, aber ich finde, das ist eine Rom-Com-Som, eine Romantic-Comedy mit Zombies, und ich wollte eher ein Action-Adventure mit Zombies machen. Und das ist auch so nach 10 Jahren. Und ich denke immer, meine Influences waren eher Brain Dead und Evil Dead 2 und solche Filme, und ist genug Platz, um ein paar von solchen Filmen zu machen. Ich bin so ein bisschen ein Stalker, wenn es kommt, mit den Kinovorführungen von dem Film. Weil wenn man 3 oder 4 Monate daran schneidet und dann irgendwie 4 Monate Special Effects, und natürlich habe ich dann auch das Script entwickelt und alles, dann vergisst man eigentlich, was eigentlich lustig war und was eigentlich scary war. Und wenn man dann ins Kino geht und mit einer Audience das praktisch sieht, es ist halt ganz toll, wenn ich dann merke, die Reaktion, wo dann Leute lachen und wo manche springen, hochspringen und so die ganzen Sachen. Und Fright Fest war toll, und aber jede Vorführung, ich muss sagen, ist immer toll, mit einem Publikum den Film zu sehen. Es ist ein Film für ein Publikum, weil es halt ein bisschen mit Lachen und scary und so weiter ist. Eine Frage zu Michelle Ryan. Bist du an sie gekommen und wie war sie dann? durch unseren Casting-Agent bin ich an sie gekommen. Da haben wir eine Tasse Kaffee getrunken, wie man das halt so macht. Und Michelle Ryan ist die liebste, netteste, schönste Schauspielerin, die man sich vorstellen kann. Kein Ego, super nett, super easy, immer hart am Arbeiten. Und kann man wirklich sagen, dass sie toll ist. Wir haben uns alle in sie verliebt. Die Cornflakes als Mordwaffe, ist das schon Product Placement? Oder? Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob die Cornflakes richtig sind oder ob ich das hätte machen sollen, weil im Endeffekt dachte ich mir, es ist immer so eine schwierige Sache bei Horror-Comedy, wenn man zu sehr Comedy spielt, unterwandert es ja im Prinzip die Glaubwürdigkeit der Situation. Und deswegen dachte ich mir, Cornflakes könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein, weil man es nicht glaubwürdig oder weil es nicht glaubwürdig sein könnte. Aber dadurch, dass das der Dudley Sutton macht, der sowieso ein bisschen verrückt ist, hatte ich so das Gefühl, dass man damit weg, also dass ich damit get away with it. Das ist mein Deutsch, ist ein bisschen rostig. Ich bin gerade erst heute angekommen und muss nochmal die Grammatik ordentlich wieder hinkriegen. Hier bei den Luftaufnahmen, wo die ganze Zeit auch so Rauch aufsteigt, war das alles Spezialeffektarbeit oder habt ihr auch von den Riots was genommen? Ich habe versucht, während der Riots einen Helikopter zu mieten, aber die waren leider alle schon ausgebucht. Und das stimmt wirklich. Da konnte man keine Helikopters kriegen. Hubschrauber, tut mir leid. Deswegen war es Special Effects, aber ich selber wohne auch in Ost-London, und wir hatten 1 Kilometer von uns war ein von den Riots, und wir hatten Angst, dass unser Haus abbrennt. Und leider, wir hatten Helikopter, die über unserem Haus gezirkelt sind und so weiter. Aber bis jetzt vorbei. Naja. Alle haben schon vergessen, jetzt die Olympiade ist gut gelaufen. Deswegen dachte ich mir, dass ich das Olympiastadion mit Rauch und Feuer und so verbrennen, soweit wir das legal machen konnten, auf jeden Fall. Ach ja, doch. Ja. Ich bin, wie gesagt,
habe viele Musikvideos und Werbespots gedreht in England und habe davor eine Webserie gedreht für, mit Vampiren für MySpace, bevor die irgendwie pleite gegangen sind. aber das war eine Website, die hieß Beyond the Rave, die kam, glaube ich, hier auch raus. Aber das war so vor 3 Jahren oder so. Aber das ist jetzt mein Kinodebüt im Prinzip. Und das war so ein sehr persönlicher Film im Prinzip, weil ich das erste Mal wirklich das Skript kontrolliert habe. Und naja, im Endeffekt habe ich alles reingemacht, was ich haben wollte in dem Film. Ob das eine Bank, Banküberfall, Pensioners mit Maschinengewehren, Zombies, Gangsters, naja, schöne Mädels, die Actionhelden sind und so, alles reingepackt. Noch Ideen für den nächsten Film? Ich arbeite als nächstes an einem Science-Fiction-Projekt in Amerika. Aber mal gucken, bis da wirklich alles ready to go ist, mache ich noch Silence. Mich würde noch interessieren, weil wir haben dieses Jahr 13 britische Produktionen im Programm und man hat so das Gefühl, das Genre rockt total oder generell die Filmindustrie in England. Ist es denn so einfach, wie es jetzt von außen für uns wirkt, also dass man da die Projekte ans Laufen kriegt und da wirklich tolle Filme macht? Wie ist die Situation? Naja, so einfach ist es auch nicht. Nee, also ich glaube, natürlich machen viele Leute Filme, weil vielleicht ist es einfacher, die international zu verkaufen mit dem englischsprachig, aber es ist immer noch schwierig für alle Leute, die Finanzierung zu finden. Und, gerade. Aber deutsche Genrefilme gibt es ja nicht. Also deutsche Genrefilme gibt es ja nicht. Also insofern sieht es so vielversprechend aus. Aber warum gibt es keine deutschen Genrefilme? Eine andere Diskussion. Naja, ich wollte eigentlich super gerne hier in Berlin oder in Deutschland Post-Production machen für den Film. Aber alle haben mir gesagt, dass in Deutschland niemand Genrefilme unterstützt. Das stimmt schon. Also so von der staatlichen Förderung im Prinzip. Und deswegen haben wir alles im Endeffekt in England gemacht. Aber das war dann alles durch Privatgeld, also nicht staatlich. Da waren halt private Filmfonds und Studio Kanal hat eine ganze Menge reingesteckt und aber auch Kinowelt hier in Deutschland oder jetzt Studiokanal. Also alle haben so ein bisschen mitgearbeitet im Prinzip. Die Engländer, die meckern auch immer, dass es so schwer ist in England. So, möchte jemand noch einen Kommentar sagen oder hat euch gefallen, oder? Wir sind jetzt noch draußen am Tisch, wer noch mal Hallo sagen möchte. Ja?